Eine Top-Mount-Armatur einzubauen hat die Herausforderungsstufe 2. Dafür brauchst du maximal eine Stunde. Helfer sind nicht nötig. Und das zeigen wir dir. Als erstes solltest du die Eckventile montieren. Dann werden Sockel und Armatur von oben montiert und du schließt noch die Flexschläuche an. Du benötigst deine Top-Mount-Armatur für den Wasseranschluss Eckventile, um die einzudichten Dichtungshanf und die beiden Flexschläuche. Als erstes solltest du die Eckventile montieren. Das machst du nach Möglichkeit vor der Montage des Waschbeckens. Die Ventile werden mit einer Säge angeraut. Dann einige Fäden Hanf in Gewinderichtung aufdrehen und Dichtpaste auftragen. Bei der Top-Mount-Armatur befestigst du zuerst den Sockel. Dazu die Spannbacken an der Unterseite nach innen schwenken, einsetzen und genau ausrichten. Die Bezeichnung Front muss vorne stehen. Jetzt die Innensechskantschrauben festdrehen. Schön vorsichtig anziehen, damit du dein Waschbecken nicht beschädigst. Die flexiblen Anschlussschläuche schraubst du von Hand ein. Achte auf die Zuordnung warm und kalt. Sie dürfen nicht zu fest gezogen werden. Jetzt nacheinander die Schläuche durch den Sockel führen. Die Armatur so aufsetzen, dass Pfeil auf Pfeil sitzt und einrasten. Jetzt hinten die Madenschraube festziehen. Am Ende noch die Anschlussschläuche an die Eckventile schrauben. Anders sieht's aus, wenn du keinen Warmwasseranschluss in der Wand hast. Dann kommt dein Wasser aus einem Warmwasserboiler. Dafür benötigst du eine Niederdruckarmatur. Die hat 3 Anschlüsse. Davon gehen 2 an das Untertischgerät und 1 ans Eckventil. Hauptwasserhahn und dann Eckventile öffnen. Fertig. Weitere Tipps und Infos findest du hier in der Linksammlung. Noch mehr Projekte gefällig? Jetzt Hornbach abonnieren und nichts mehr verpassen. Na dann, bis zum nächsten Projekt mit der Hornbach Meisterschmiede.